Wieder Razzia in Berlin. Seit dem frühen Donnerstagmorgen vollstrecken mehr als 500 Polizeibeamte Durchsuchungsbeschlüsse gegen hochrangige polizeibekannte Großfamilien in der Hauptstadt, darunter der Abu-Chaka-Clan und ein Oberhaupt der kurdischstämmigen Familie Syrer. Laut Sprecher der Staatsanwaltschaft stehen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften. Nach Bildinformationen sind SEK-Teams aus dem gesamten Bundesgebiet und die GSG 9 parallel an mehr als 10 Adressen in der Hauptstadt im Einsatz. Die Schwerpunkte liegen in Mitte, Charlottenburg und Spandau. Und auch in Hamburg gab es Durchsuchungen. Insgesamt sollen 3 Haftbefehle vollstreckt worden sein. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.